Hallo, Frau Schmidt. Wir müssen reden. Was ist denn passiert? Der Ex-Mann hat mir einen Handyfilm gezeigt. Den hat er heimlich aufgenommen. Und darauf sind Sie und Ihr Chef zu sehen. Oh mein Gott. Was sieht man? Naja, dass Sie sich küssen und mehr. Oh, dieser Mistkerl. Das geht denen doch gar nichts an. Ja, stimmt es denn? Naja, wir, Holger und ich. Wir sind ein Paar. Also jedenfalls wollen wir das werden. Ich will's auf jeden Fall. Ich wollte mir erst sicher sein, bevor ich es den Kindern sage. Ich wollte sie nicht einfach überfahren. Es ist Ihre Sache, ob Sie eine neue Beziehung eingehen. Es tut mir auch leid, dass ich so da drin rumstoche. Aber wir haben ja noch diese unsinnige Unterhaltsforderung Ihres Ex-Mannes im Raum stehen. Wie sieht's eigentlich aus, Herr Pfaff? Unterstützen Sie meine Mandantin finanziell? Nein, ich zahle ihr nur ihr Gehalt, sonst nichts. So weit sind wir noch nicht. Wir sind doch erst am Anfang. Aber ich glaube, dass das mit uns beiden jetzt gerade nicht sehr hilfreich ist. Ich habe Angst, dass Thomas mir die Kinder wegnimmt. Ich bin überzeugt davon, dass Ihr Ex-Mann nur blöfft. Der will alles, nur nicht die Kinder. Sie haben ja recht. Aber er hat Ihnen für morgen eine Überraschung versprochen. Und ich habe jetzt schon Angst, was er vorhat. Da bin ich auch gespannt. Hoffentlich freuen sich die Kinder nicht umsonst. Oh, dieser Typ, das geht ja wohl gar nicht. Karin, warum machst du nicht Feierabend? Du kannst ein bisschen Ruhe gebrauchen. Und es ist ja auch im Moment nicht viel los. Nee, Holger, passt schon. Keine Widerrede. Ich bin hier unter anderem auch der Chef, ne? Frau Schmidt, Ihr Chef hat recht. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. So, der Nasenbär, dann mal deinen Bluff auffliegen lassen, ne? Ja, hallo, Herr Schmidt. Hier ist der neue Freund von Karin. Ja, ich hätte Ihnen einen Deal vorzuschlagen. Sie sollen die Kinder nehmen. Nein, 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 nein. Nicht nur morgen, sondern immer. Ich wäre auch bereit, dafür eine monatliche Zahlung zu leisten. Ja, darüber lässt sich verhandeln. Karin und ich wollen einfach noch mal von vorne anfangen. So ganz ohne Kinder. Voller Vorfreude erwarten Tina und Jason ihren Vater. Doch Thomas Schmidt enttäuscht seine Kinder ein weiteres Mal. Ich kann Papa einfach nicht erreichen. Er ist jetzt über eine Stunde zu spät. Es tut mir so leid. Aber ich glaube nicht, dass er noch kommt. Ja, Mama. Das ist aber auch nur alles deine Schuld. Papa traut sich doch gar nicht mehr her, nur weil du ihn die ganze Zeit so dumm ankackst. Das ist nicht meine Schuld. Für mich war das völlig in Ordnung, dass ihr heute zusammen was unternehmt. Er ist nicht gekommen, oder? Wer ist der Typ? Das erkläre ich euch später. Und du kommst mit mir. Woher weißt du, dass Thomas nicht gekommen ist? Was hast du getan? Naja, ich habe ihn angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass du und ich neu anfangen wollen und dass er die Kinder haben kann. Und ich habe ihm Geld geboten, wenn er die Kinder nimmt. Was? Warum? Naja, er hat dir doch gedroht, dass er die Kinder holt. Und dann habe ich ihm gesagt, er kann sie für immer haben. Und jetzt siehst du einfach mal, was für ein Typ er ist. Er hat überhaupt gar kein Interesse an den Kindern. Jason und Tina sprechen seit gestern Abend von nichts anderem als von der Überraschung, die ihren Vater machen wollte. Sie sitzen quasi seit Stunden auf ihrem Köfferchen und freuen sich. Das wird ihnen das Herz brechen. Wir bedeuten Papa gar nichts, Jason. Er will uns nicht. Mann, das sagt doch dieser Typ nur. Und warum ist Papa da nicht gekommen? Warum mischst du dich in unser Leben ein? Weil ich helfen wollte? Hast du aber nicht. Du bist schuld, dass meine Kinder wieder eine dicke Enttäuschung einstecken müssen. Ja, aber jetzt sehen Sie wenigstens mal, dass Ihr Vater kein Interesse an Ihnen hat. Aber doch nicht so! Ja, wie denn dann? Wo willst du hin? Ich gehe zu Papa. Das kannst du nicht machen. Ey, stell dir doch mal vor, wenn dieser Typ unser Stiefvater wird. Wahr! Karin, bitte. Bitte geh jetzt sofort. Ich muss für die Kinder da sein. Aber ich liebe dich.
Und ich möchte dich nicht wiedersehen. Bitte geh. Es tut mir leid, dass er nicht gekommen ist. Ich wollte nur helfen. Süße, du musst mir wirklich glauben. Diese Überraschung habe ich euch von Herzen gegönnt. War das dein Freund? Naja, zumindest habe ich gehofft, er könnte es werden. Bist du verknallt? Ich denke schon. Aber das ist ja jetzt egal. Nur ihr beiden seid mir wichtig. Jason ist zu Papa. Hoffentlich erwartet ihn da nicht die nächste Enttäuschung. Oh Mist. Ich komme schon wieder zu spät zum Putzen. Was machst du denn jetzt eigentlich? Ich gehe zu Doro. Na komm, wir gehen zusammen. Ich dachte, du hast es eilig. Ach, für alles deine Zeit. Nachdem Karen Schmid ihre Tochter bei deren Freundin abgegeben hat, eilt sie zu ihrem Zweitjob. Dort erwartet sie bereits die nächste Hiobsbotschaft. Hallo Petra. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du zu spät kommst. Ich habe dich die letzten beiden Male schon abgemahnt. Petra, entschuldige bitte. Mein Mann wollte die Kinder abholen, aber er kam nicht. Ich kann die beiden noch nicht alleine lassen. Deine Ausreden interessieren mich nicht. Ich öffne in einer Stunde und die Küche sieht aus wie Sau. Das sind keine Ausreden. Petra, bitte. Ich brauche den Job unbedingt. Dann hättest du mal pünktlich kommen sollen. Ich komme in Zukunft pünktlich. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du bist gefeuert, Karen. Oh. Hallo, Frau Schulien. Ja, hallo, hier ist Karen Schmid. Ist mal wieder ein Notfall passiert. Ja, ich bin in der Kneipe, wo ich putze. Berliner Straße. Könnten Sie vielleicht kommen? Danke. Sofort nachdem ihre Mandantin angerufen hat, fährt Isabella Schulien zu dem Lokal, wo Karen Schmid sie bereits völlig aufgelöst erwartet. Hallo, Frau Schmid. Hallo. Jason ist zu seinem Vater. Vielleicht ist das doch nicht die schlechteste Lösung. Vielleicht bin ich doch nicht so eine gute Mutter. Natürlich sind Sie eine gute Mutter. Jetzt fangen Sie bloß nicht an, an sich selbst zu zweifeln. Kämpfen Sie um das, was Ihnen wichtig ist. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Aber Petra hat mich gerade gefeuert, weil ich das dritte Mal zu spät gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob Holger mich nicht auch noch rausschmeißen wird. Mir sind einfach die Nerven durchgegangen mit ihm. Und dann habe ich ihm auch noch gesagt, dass ich ihn nie wiedersehen will. Haben Sie das auch so gemeint? Nein. Nein, habe ich nicht. Wir regeln jetzt eins nach dem anderen. Kommen Sie, jetzt gehen wir erst mal hier rein. Ich konnte einfach die Enttäuschung der Kinder nicht ertragen. Das verstehe ich. Jetzt kommen Sie. Frau Bauer? Guten Tag. Mein Name ist Isabella Schulien. Ich bin Rechtsanwältin, die Anwältin von Frau Schmid. Und was wollen Sie? Zunächst würde ich gerne mal den Arbeitsvertrag sehen. Das war eine mündliche Vereinbarung. Das mag ja sein, aber kündigen müssen Sie schriftlich. Und außerdem, eine dreimalige Verspätung rechtfertigt noch lang keine fristlose Kündigung. Da sind wir uns doch einig, oder? Was soll das werden? Sie wissen doch genau, dass meine Mandantin zurzeit für sich und die Kinder alleine sorgen muss. Sie ist auf den Job angewiesen. Aber ich will die nicht mehr beschäftigen. Was Sie wollen oder nicht wollen, das spielt hier gar keine Rolle. Wichtig ist, was der Gesetzgeber sagt. Und der sagt nun mal, kündigen müssen Sie schriftlich innerhalb der entsprechenden Frist. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hören Sie. Ich habe schon jemand anderen die Stelle versprochen. Tja, da haben Sie in dem Fall wohl leider Pech gehabt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir die Angelegenheit einvernehmlich regeln. Wir könnten einen Aufhebungsvertrag schließen, natürlich nur gegen die entsprechende Abfindung. Was halten Sie davon? Okay, meinetwegen. Wie viel? Frau Schmid, was verdienen Sie? 24 Euro. Und ich war viermal im Monat hier. Also circa 100 Euro im Monat.
Also die übliche Vergütung oder Abfindung beträgt 3 Monatsgehälter, sprich 300 Euro. Wenn Sie einverstanden sind, wäre die Angelegenheit vom Tisch. Geht doch, Frau Bauer. Und denken Sie bitte in den nächsten Tagen dran, die Papiere meiner Mandantin zurückzuschicken. Wir wollen doch beide, dass alles seine Ordnung hat. Schönen Tag noch. Das war unglaublich, Frau Julien. Danke. Nicht zu danken. Allerdings sind die Kinder mehr denn je auf ihren Unterhalt angewiesen. Und wenn Holger mich nicht entlässt, ich mag gar nicht dran denken. Das regeln wir auch noch. Jetzt werden wir erstmal Ihrem Ex einen Besuch abstatten und nachsehen, wie es Ihrem Sohn geht. Und bei der Gelegenheit werde ich Ihrem Ex mal ein paar seiner Pflichten erklären. Als Isabella Schulien und Karen Schmid am Campingplatz ankommen, trauen sie ihren Augen kaum. Oh Gott, wenn es nicht regnen würde, ist es ja wie im Urlaub hier. Da kommt Jason bestimmt nicht mit. Das werden wir gleich sehen. Ich will Jason abholen. Der Junge ist alt genug, selbst zu entscheiden. Das ist er eben nicht. Du kannst ihn nicht abholen und wegschieben wie einen Hund. Der braucht ein stabiles Zuhause. Herr Schmidt, Sie haben bei der Scheidung auf das Sorgerecht verzichtet. Ihre Frau hat das alleinige Sorgerecht. Sie haben ein Umgangsrecht. Aber Sie können nicht entscheiden, wo Jason bleibt. Was kann ich dafür, wenn der Junge bei mir bleiben möchte? Weil Sie ihm wahrscheinlich so einen Hauch von Urlaubsluxus vorgaukeln. Womöglich mit dem Geld, das Sie als Unterhalt schulden. Dann soll mich Karin doch vor Gericht zehren. Mal sehen, was die Kinder dann von dir halten. Jason? Jason, bitte komm nach Hause. Ich vermisse dich. Nein, Mama. Bei Papa ist alles viel besser. Der meckert nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit rum. Und in die Schule muss ich auch nicht, wenn ich keine Lust habe. Mensch, Schule ist wichtig. Ich will dich doch nicht damit ärgern. Und wenn du einen guten Schulabschluss hast, dann kannst du dir deine Jobs später aussuchen. Bitte komm nach Hause. Ha, wer will schon arbeiten? Na, ihr seid mir ja super Vorbilder. Ich weiß nicht, wen ich blöder finde. Jason, bitte komm nach Hause. Nein, Mama. Ich will bei Papa bleiben. Und da bleibe ich jetzt auch. Sie haben das Sorgerecht. Wir können ihn mitnehmen. Es ist Ihre Entscheidung. Nein. Ist schon gut. Jason? Jason? Du kannst heute hier übernachten und morgen kommst du nach Hause, okay? Ja, mal schauen. Okay? Das ist alles kein Drama, Karin. Ich kümmere mich um alles. Wehe, wenn nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin völlig ratlos. Jason weg, vielleicht mein Job. Ich glaube, ich muss zum Amt. Sie kümmern sich jetzt um Ihren Job und ich kümmere mich um Ihren Ex-Mann. Der wird sich ohnehin noch umschauen. Am Montag habe ich einen Termin mit einer Dame vom Jobcenter. Die weiß vielleicht mehr. Mithilfe ihrer Bekannten vom Jobcenter hofft Isabella Schulien, endlich Licht in die betrügerischen Machenschaften von Thomas Schmid zu bringen. Hallo, Frau Klein. Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Hallo, ich weiß. Aber ich habe mir gedacht, wir treffen uns besser nicht im Büro. Sie wollen ja sicher von mir Sachen wissen, die nicht so ganz offiziell sind. Habe ich recht? Es geht um einen gewissen Thomas Schmid und eine Silvia Kronau. Sagen Ihnen die beiden Namen etwas? Also im Vertrauen, und obwohl ich das eigentlich nicht darf. Silvia Kronau und Thomas Schmid sind Leistungsbezieher. Die kennen sich, was die Sozialgesetzgebung angeht, inzwischen besser aus als ich. Und welche Leistungen beziehen die beiden? Inzwischen beide Hartz IV. Aber die haben jeden Zuschuss beantragt, den es nur irgend gibt. Also wenn eine Frist erreicht ist, dann liegt der neue Antrag schon da. Die vermerken sich das im Kalender, glaube ich. Wohngeld, Möbel, Kleidung, kleine Geräte. Wohngeld für einen Wohnwagen? Nein, der hat eine Wohnung, sogar 3 Zimmer wegen der Kinder. Aber die leben doch gar nicht bei ihm. Uns liegen Unterlagen vor, nachdem die Kinder alle 2 Wochen bei ihrem Vater sind. Der hat sich sogar die Möbel fürs Kinderzimmer vom Jobcenter bezahlen lassen. Und ich weiß, dass er in einem Wohnwagen lebt. Haben Sie das mal überprüft? Ja, ein Mitarbeiter war da. Die Wohnung war eingerichtet, die Kinder waren auch da. Das ist doch ein gerissener Typ. Hat er die Kinder wahrscheinlich extra vorher abgeholt? Haben Sie die Kontrolle angemeldet? Ja,
Also wenn Sie mehr wissen, nur her damit. Ich bin kurz davor, einen Mitarbeiter auf Herrn Schmidt anzusetzen. Es gab da Hinweise auf Schwarzarbeit. Der ist schließlich gelernter Maler. Damit werden Sie keinen Erfolg haben. Dieser Typ rührt keinen Finger. Ich bin aber sicher, dass Herr Schmidt Geld verdient. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Frage ist nur, womit. Aber das werde ich herausfinden. Frau Julien, ich bin für jede Information dankbar. Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich Sie informieren. Versprochen. Wiedersehen und Wiedersehen. Danke. Tschüss. Währenddessen trifft Karen eine folgenschwere Entscheidung. Hallo, Holger. Karen. Meine Kündigung. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist meine Angestellte und du machst eine hervorragende Arbeit. Aber du musst doch stinksauer sein auf mich. Ja, klar bin ich sauer. Ich meine, ich will dir helfen und du schmeißt mich einfach raus. Aber es kann nicht sein, dass du finanzielle Nachteile erleidest, nur weil wir... Weil wir Berufliches und Privates müssen wir trennen. Jason, was machst du denn hier? Warum bist du nicht in der Schule? Ich lass den Jungen doch, Mensch. Der hat keinen Bock. Ich schreibe ihm eine Entschuldigung. Und außerdem gibt's ihm blendend. Hier, das sind 500, das ist der Unterhalt. Aber dafür pfeift seine Anwältin zurück. Die ist nämlich schuld, dass das Jobcenter bei mir rumschnüffelt. Ich habe vor einer Stunde einen Anruf bekommen. Die wollen mich überprüfen. Angst? Ach, Quatsch. Habe ich irgendwas zu verbergen? Aber ärgerlich ist es schon, oder? Ich will deine Almosen nicht. Ich will eine klare Regelung. Ich will eine monatliche Sicherheit. Sei doch froh, dass du überhaupt was bekommst. Und wenn deine Anwälte nicht zurückpfeifst, mach ich dich fertig. Du machst mir keine Angst mehr. Ach ja? Es reicht. Ja. Raus jetzt. Ist ja gut. Ist okay. Jason. Ist alles klar? Du siehst sehr unglücklich aus. Ja, es ist halt irgendwie doch nicht so toll bei Papa. Das tut mir echt leid. Hast dir was anderes erhofft? Ja, schon, aber Mann, Papas Neue, die ist einfach noch schlimmer als du. Mann, ich darf einfach gar nichts mehr machen. Ich werde jeden Tag zum Einkaufen geschickt. Papa hat nie Zeit für mich. Der hat immer nur noch Zeit für seine Tante da. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, kann ich vielleicht wieder nach Hause kommen? Klar. Ich liebe dich. Wir gehören zusammen. Hi. Was willst du denn schon wieder hier? Ich gebe 4 Kästen Bier. Wohl zahlen mir das Ding direkt aus. Das kannst du vergessen. Das Cashen von Wertgutscheinen vom Jobcenter sind nicht erlaubt. Und für Alkohol schon gleich gar nicht. Wo hast du den überhaupt her? Das sag ich dir doch nicht. Kein Grund für Thomas, sich abschrecken zu lassen. Er verfolgt einen hinterhältigen Plan. Für seinen Wertgutschein vom Jobcenter nimmt er 4 Kästen günstiges Wasser. Naja, das sind. Um trotzdem abzukassieren, leert er die Flaschen aus und will den Pfand wieder einlösen. Den Pfand, 22 Euro. Raus! Und mein Geld? Verschwinde und lass dich hier nie wieder blicken. Komm, Jason, wir gehen. Aber nein, ich will bei Mama bleiben. Du hast den Jungen gehört. Karin, das ist alles noch ein Nachspiel. Verschwinde! Ah, hallo, Frau Schulin. Hallo. Gut, dass Sie da sind. Karen bringt Jason gerade nach Hause. Ist er wieder da? Das ist doch schön. Was ist denn passiert? Naja, Thomas war hier und hat Stunk gemacht. Er hatte einen Wertgutschein vom Jobcenter gehabt und wollte dafür Bier kaufen. Wo hat er den denn her? Also ich weiß nur, dass solche Gutscheine in allerdringsten Notfällen ausgegeben werden. Haben Sie den Gutschein noch? Ja, klar. Hier. Hilft das weiter? Das werden wir gleich sehen. Ich rufe mal beim Jobcenter an. Schulin hier. Hallo, Frau Klein. Ich habe hier so einen Wertgutschein. Und das sieht ganz danach aus, als wäre der von einer Person eingelöst worden, von der nicht ausgegeben worden ist. Die Seriennummer? Ja. Ach, wissen Sie was? Ich schicke Ihnen ein Foto von dem Gutschein. Gut.
Vielen Dank schon mal. Hallo, Frau Schmidt. Hallo. Jason ist wieder zu Hause. Ich bin so froh. Thomas hat sich so aufgeregt. Kann er mir den Jungen jetzt wieder wegnehmen? Machen Sie sich doch keine Sorgen. Ist doch ein gutes Zeichen, dass er freiwillig zurückgekommen ist. Das ist schon die Antwort vom Jobcenter. Der Gutschein wurde an eine gewisse Beate Kutschke ausgegeben. Sagt Ihnen der Name was? Noch nie gehört. Dann werde ich der Dame mal einen Besuch abstatten. Und die Adresse, die kriege ich auch raus. Ich rufe jetzt bei der Auskunft an. Guten Tag, Isabella Schulin hier. Ich hätte gerne mal die Adresse von Beate Kutschke. Hey. Wir müssen reden. Um herauszufinden, wem der Wertgutschein eigentlich gehört, ist Isabella Schulin zu der erfragten Adresse gefahren und trifft auf eine alte Bekannte. Na, sieh mal eine an. Die Putzfrau aus dem Wohnwagen. Guten Tag, Frau Kutschke. Was macht denn Ihre Putzstelle? Ich darf nicht mit Ihnen reden. Sagt wer? Ich darf nicht mit Ihnen reden. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wenn da mal nicht der liebe Herr Schmidt dahinter steckt. Der Unterhaltsstreit der Familie Schmidt spitzt sich zu. Heimlich folgt Isabella Schulin der Putzfrau Beate Kutschke bis auf den Campingplatz und macht dabei eine interessante Beobachtung. Die Sache ist bombensicher. Aber jetzt ist diese Anwältin hinter mir her. Die Schulin? Scheiße, du kriegst zu Probleme. Thomas, ich will nicht, dass sie zu meinem Problem wird. Ich kümmere mich drum. Hoffst du hältst den Mund, dann wird uns allen nichts passieren. Hey, Thomas, ich will keinen Ärger. Mann, Alter, jetzt komm einfach runter. Wenn Thomas sagt, er regelt das, dann regelt er das. Kümmere dich bitte drum. Ich kümmere mich drum, okay? Ciao. Okay, ciao. Frau Kutschke, Frau Kutschke, ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Hören Sie mir zu. Leute wie Thomas Schmidt sind dafür verantwortlich, dass Leute wie Sie sich beim Jobcenter solche bohrenden Fragen anhören müssen. Er nutzt das Sozialsystem aus, obwohl er es überhaupt nicht nötig hat. Und sahnt ab, wo er kann, auch bei Ihnen, obwohl Sie gar nichts haben. Warum putzen Sie für ihn? Ich schulde ihm Geld. Sie haben sich bei Herrn Schmidt Geld geliehen? Nein, aber er hat mich beraten. Er erklärt den Leuten, wie man das meiste von Geld aus den Ämtern rausholen kann. Gegen eine Provision natürlich. Und wie hoch ist diese Provision? 40% von dem, was mir die Ämter mehr zahlen. Ist nicht wenig, aber im Endeffekt rechnet sich's dann schon. Ja. Vielen Dank, Frau Kutschke. Aber das haben Sie nicht von mir. Okay. Hallo, Frau Schmidt, Julien hier. Sie können gleich mal zum Campingplatz kommen und zusehen, wie Ihr Mann das bekommt, was er verdient hat. Ja, ich warte hier auf Sie. Bis gleich. Wiederhören. Mir bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als das Jobcenter zu informieren und zuzusehen, wie die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt. Die werden bestimmt gleich mit der Polizei hier aufschlagen. Sie haben kein Recht, hier rumzuschnüffeln. Das ist reine Willkür. Wenn Sie glauben, ich lasse mir das gefallen, haben Sie es geschnitten. Herr Schmidt, das Jobcenter zahlt Ihnen die Miete für eine 3-Zimmer-Wohnung in der Kaiserstraße. Wir haben heute herausgefunden, dass Sie Ihre Wohnung an 3 Austauschstudenten untervermietet haben. Für die doppelte Miete. Das ist Betrug. Die spinnen doch. Keiner von denen zahlt Miete. Das mache ich aus reiner Nettigkeit. So viel Geld? Wie viel mag das sein? Mindestens 50.000 Euro. Das war alles deine Idee! Du Schlange! Du hast schließlich mitgemacht, Mann! Halt die Klappe! Wir sehen uns dann auf der Wache. Ich
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ein solcher Fall von Dreistigkeit ist mir noch nicht untergekommen. Ich glaube, Herr Schmid und Frau Gronau schwitzen jetzt auf der Wache. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Betrug in einem besonders schweren Fall und Steuerhinterziehung eingeleitet. Noch ist ja nicht klar, ob sie zusammen agiert haben oder Herr Schmid alleine. Im Ergebnis erwartet sie dafür eine Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten. Und die gewährten Bezüge, die müssen sie natürlich zurückbezahlen. Ich werde Herrn Schmid jetzt auf Kindesunterhalt verklagen. Das Gericht wird schon feststellen, in welcher Höhe er leistungsfähig ist. Als Maler kann er ja arbeiten. Und wenn er dann immer noch untätig bleibt, dann zeige ich ihn an wegen Unterhaltspflichtverletzung. Es ist jetzt Schluss mit der Drückebergerei.